Der Mönchengladbacher Konzeptkünstler Norbert Krause hatte ein Ziel. Er wollte das anonyme Wohnen in einem Hochhaus durch ein Wir-Gefühl ersetzen. Ausgangspunkt war der Versuch, mit den Bewohnern ein Gruppenfoto zu erstellen. Die Reaktionen darauf waren unterschiedlich. Also natürlich erstmal irritiert so ein bisschen, weil also warum kommt jetzt da so ein Typ daher und will mit uns ein Gruppenfoto machen? Also es gab natürlich welche, die fanden es eine total tolle Idee, es gab welche, die waren so, nee, ich will nicht und so weiter, also wie immer, also letzten Endes, es gibt so die ganze Bandbreite. Trotz vieler fragender Gesichter der Bewohner konnte Krause in Mönchengladbach, Viersen, Neuss und Moers mehrere Freiwillige für sein Projekt gewinnen. Einige Begegnungen sind bei ihm noch heute sehr präsent. Ich glaube, in Viersen war das sehr witzig, da waren halt viele kleine Kinder, die halt Fußball gespielt haben und mich dann direkt als Torwart engagiert haben. Das war ein sehr schöner Tag. Oder eine alte Dame, die mir von dem Hochhaus ihr den Ausblick gezeigt hat, dass man irgendwie von, ich glaube, das war hier in Mönchengladbach, dass man hier den Kölner Dom sogar sehen kann. Und natürlich immer so einen schönen Ausblick auch über die Städte dann hat. Und das ist Also viele natürlich irgendwie bei Hochhäusern bestimmtes Bild haben, aber es ist natürlich, also es ist viel vielschichtiger natürlich. Auch die Menschen, die da drin wohnen, es ist alles sehr vielschichtig und interessante Leute. Im Projektraum EA 71 auf der Aikener Straße 71 in Mönchengladbach können Sie sich ab dem 10. Januar um 19 Uhr ein eigenes Bild von den Fotos und deren Geschichten machen. Dann startet Norbert Krauses Ausstellung Wir. Knips.